Erlesene Speisen in festlichem Rahmen. Das können die Besucher der Plaza Culinaria beim Schloss Rainach erleben. Hallo Oliver Rausch, Sie sind hier der Küchenchef. Hallo. Was können die Besucher denn bei Ihnen Leckeres genießen? Wir haben heute ein Gänsemastlebereis auf einem Kürbisragout als kleine Vorspeise. Danach haben wir ein Ragout von Petonkel und Garnele mit Nudeln, einer kleinen Olivensphäre dazu. Und als quasi Hauptgang haben wir eine Rinderbacke auf Erbsenpüree mit einer Trüffelschü. Und alles in ganz kleinen Portionen, dass wirklich auch die Besucher ein bisschen durchlaufen können und überall ein bisschen was essen können. Also wirklich nur ganz klein in kleinen Schälchen präsentiert. Also gezielt Lust machen auf mehr. Ja, wir wollen einfach ein bisschen zeigen, was Schloss Rainach auch zu bieten hat bei uns zu Hause. Ich meine, wir haben drei Restaurants auf dem Hof. Einmal das italienische, dann weiter das badische Restaurant und dann eben das Herrenhus, unser Gourmet-Restaurant. Und aus der Küche haben wir auch Kleinigkeiten, die wir präsentieren möchten, um zu zeigen, was wir können. Wo ist denn das Schloss Rainach genau? Schloss Rainach liegt in einem Ortsteil von Freiburg. Das ist der Ortsteil Munzingen. Das sind 10 Minuten von Freiburg Mitte, ein bisschen außerhalb und liegt ganz idyllisch am Fuße vom Thuniberg. Wir haben einen schönen Golfplatz nebendran, ein großes Hotel mit 80 Zimmern, 8 Suiten und eben diese drei Restaurants plus die Veranstaltungsräume und ähnliches. Also für jeden Geschmack was dabei, von Hummer bis zur Pizza, wir haben alles. Wenn ich jetzt Lust habe drauf, jawohl, ich möchte gerne Schloss Rainach erleben, kann man da noch bis einschließlich Sonntag hier auf der Plaza Culinaria machen. Sie waren auch jetzt nicht zum ersten Mal da, sondern Sie haben schon gute Erfahrungen gemacht. Wir sind jetzt dieses Jahr das dritte Jahr da, immer in der Compilation mit den anderen hier auf unserem grünen Rasen, den wir jedes Jahr mit dabei haben. Also ein Echtrasen, der ist immer leicht zu finden, da stehen immer wir drauf. Und dementsprechend, ja, wir sind schon fast souverän mittlerweile. Also wir wissen, was die Plaza bedeutet und es macht jedes Jahr wieder Spaß, hier zu sein. Und im nächsten Jahr wieder? Ja, definitiv. Also ich denke, der Herr Gessler, der Besitzer des Hauses, wird sich das nicht nehmen lassen, hier sich zu präsentieren. Probieren, entdecken, genießen auf der Plaza Culinaria. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.